Ja, hallo Leute, es ist wieder der Law Coach. Law, the Law of Attraction, das Gesetz der Anziehung. Was du selbst aus freien Stücken aussendest mit deinen eigenen Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen, das bekommst du in entsprechender Form zurück. Was du sähst, das wirst du ernten. Wie du in den Wald rufst, so schallt es zurück. Dein Körper und deine Umwelt ist ein Feedback-System. Es spiegelt dir deine eigenen Gedanken und Gefühle. Deine Mitmenschen spiegeln dir deine eigenen Gedanken, Gefühle und Überzeugungen. Dein Körper spiegelt dir deine eigenen Gedanken, Gefühle und Überzeugungen. Deine Alltagserlebnisse spiegeln dir deine eigenen Gedanken, Gefühle und Überzeugungen. Wenn du wirklich deine Träume leben willst, wenn du gesund sein willst, erfolgreich sein willst, glücklich sein willst, dann musst du den ersten Schritt in diese Richtung machen. Diesen Schritt machst du. Du machst den ersten Schritt. Warte nicht auf irgendwelche Ereignisse im Außen. Warte nicht, bis sich dein Körper besser anfühlt. Warte nicht, bis sich deine Mitmenschen verändern und deine Situation verändert. Starte. Du, mach du den ersten Schritt. Mach ihn heute den ersten Schritt. Nimm dir Zeit und vergebe, verzeihe. Es geht beim Vergeben und Verzeihen und Frieden schließen gar nicht darum, was dir Schreckliches angetan wurde. Es gibt keine Grenze fürs Verzeihen. Man kann alles verzeihen. Es gibt Menschen, die den Mördern ihrer Kinder verziehen haben. Es gibt Menschen, die ihren Vergewaltigern verziehen haben. Es gibt Menschen, die alles vergeben können. Und du kannst auch alles vergeben. Denn deine Quelle kann alles vergeben. Deine Quelle verurteilt niemals. Deine Quelle schaut immer auf das Gute in dir selbst und in deinen Mitmenschen. Schau auch du wieder auf das Gute in dir selbst und deinen Mitmenschen. Und vergebe, du kannst alles vergeben. Du fühlst dich schlecht. Nicht, weil dir jemand etwas angetan hat, sondern weil du nicht vergeben hast. Weil deine Quelle vergibt und wenn du nicht vergibst, dann bist du nicht im Einklang mit deiner eigenen Quelle, dann bist du nicht in Harmonie mit deiner Quelle. Im Grunde geht es immer um Selbstvergebung. Ein Vergebungsritual spontan rausgekommen. Es wollte raus aus mir. Ich habe mich hingelegt, habe mir Zeit genommen und in meinen Atemrhythmus habe ich das Mantra vor mir hergesagt. Ich, Ernst Gruber, will jetzt allen alles vergeben. Ich will jetzt allen alles vergeben. Ich will jetzt allen alles vergeben. Und mit der Zeit sind 10, 20 Menschen, ist eine Schlange entstanden vor meinem Auge. Menschen, gegenüber denen ich Groll aufgebaut habe in meinem Leben. Und mit einem nach dem anderen habe ich mich ausgesprochen
mit dem Ziel, mich zu versöhnen und mich zu verabschieden, in Frieden loszulassen. Und wer, glaubst du, war am Ende dieser Schlange von den Menschen, gegen denen ich Groll gehegt habe? Am Ende dieser Schlange bin ich selbst gestanden. Bedenke das immer, wenn du gegen jemanden Groll hegst. Du schadest dir selbst am meisten, weil hinter diesen Menschen stehst du selbst. Du hast diesen Menschen die Macht gegeben, dir zu schaden. Niemand kann dir schaden, wenn du ihnen nicht die Macht dazu gibst. Du hast die negativen Situationen mit negativen Gedanken, Gefühlen und Ängsten angezogen. Darum ist es wichtig, dass du wieder vergibst, dass du dich löst von diesem Groll. Tu es nicht für die anderen, tu es für dich selbst. Wenn du deine Träume leben willst, wenn du glücklich sein willst, wenn du gesund sein willst, wenn du erfolgreich sein willst, dann vergebe. Fange nicht mit den schwersten Dingen an, fange mit den leichtesten Dingen an. Vergebe und es wird dir wieder gut gehen. Vergebe und du wirst wieder in Einklang kommen mit deiner Quellfrequenz. Vergebe und du wirst gesund werden. Vergebe und du wirst glücklich werden. Vergebe und du wirst erfolgreich werden. Mach es für dich selbst. Es wird eine Last von deinen Schultern fallen. Die Schmerzen in deinem Körper werden verblassen und werden vergehen. Die Krankheiten werden vergehen. Es wird dir finanziell wieder besser gehen. Du wirst wieder offen sein für neue Beziehungen. Du wirst wieder Erfolg haben in deinen Berufen. Mache ein Vergebungsritual. Gerne helfe ich dir dabei beim Vergebungsritual. Melde dich bei mir. Ich begleite dich auf dem Weg der Vergebung, damit es dir wieder besser und besser gehen kann, damit du wieder im Einklang mit deiner Quelle schwingst, die alles vergibt. Die bedingungslos liebt. Melde dich, ich coache dich gerne. Das Vergebungsritual Es gibt nichts außerhalb des Vergebens. Es gibt etwas außerhalb des Vergebens, aber das ist Krankheit, Erfolglosigkeit und Unglücklichkeit. Wenn du das loslassen willst, wenn du dich wieder öffnen willst für Liebe und Wertschätzung und für Vergebung, dann melde dich bei mir. Ich helfe dir dabei. Ciao.